Jurassic Park bzw. Jurassic World geht eines Tages weiter. So viel wussten wir, glaube ich, schon lange. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben von Universal eine offizielle Ankündigung bekommen. Warum wir auf der einen Seite sehr aufgeregt sein dürfen, warum ich aber auch sagen muss, ey, bleibt ganz locker, das erfährst du jetzt in diesem Video. Und denk dran, schreib mir wie immer am Ende des Videos deine Meinung in die Kommentare. Colin Trevorrow bestätigte ja schon vor einer ganzen Weile, dass Jurassic World Dominion nicht der, wie im Marketing versprochene, große Endkampf sein wird. Es ist nicht das große Finale, es ist nicht das große Ende, das die gesamte Reihe beendet. Nein, Jurassic World Dominion ist der Türöffner für ein gesamtes Jurassic Franchise. Gerüchten zufolge geht man davon aus, dass dieses Franchise eben ähnlich wie auch das Monsterverse oder eben auch generell Marvel aufgebaut sein soll. Dass wir jetzt ganz viele einzelne Geschichten bekommen werden, plus eben noch bestimmte Fortsetzungen, die eben die Jurassic-Geschichte vorantreiben werden. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der beim Super Bowl irgendwie darauf gehofft hat, dass wir den ein oder anderen Trailer, vielleicht aber auch Teaser sehen. Und ja, ich weiß, die offizielle Seite von Universal und eben auch Jurassic World hat darauf hingewiesen, dass es dieses Jahr auf gar keinen Fall Hinweise zu Serien oder Filmen oder was auch immer beim Super Bowl geben wird. Und das ist dann eben auch so gewesen. Wir haben nichts bekommen. Allerdings haben wir hierbei vielleicht eine ganz wichtige Sache übersehen. Denn viele von uns, behaupte ich einfach mal, bei mir ist jedenfalls der Fall gewesen, haben sich sehr auf den Super Bowl als Hauptereignis des Jahres fokussiert. Nicht für Jurassic-Fans, denn dieses Jahr ist tatsächlich der 30. Jahrestag von Jurassic Park. Dementsprechend gibt es auch im Juni, müsste es sein, im Juni, glaube ich, den 30. Geburtstag zu Jurassic Park. Dass sich Universal das nicht entgehen lässt, sollte uns allen klar sein, denn ey, sowas gehört sich ja auch irgendwie gefeiert. Aus diesem Grund hat Universal auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auch unter dem Namen der offiziellen Jurassic World Lizenz etwas angekündigt. Und zwar kündigten sie an, dass sie bald eine Ankündigung machen. Ja, das ist ungefähr so, als würdest du einen Trailer zu einem Trailer sehen. Ich weiß, das ist, es ist halt, man macht das irgendwie aktuell so im Marketing. Auf jeden Fall heißt es hiermit, etwas Großes wird angekündigt. Ihr könnt euch auf etwas freuen und die Gerüchteküche im Netz brodelt komplett über. Wir werden jetzt einen 10-Jahres-Plan hinter den Jurassic-Filmen bekommen. Wir werden wissen, wie es weitergeht. Es werden neue Filmankündigungen kommen. Das Jurassic-Verse explodiert. Hierzu kann ich zu 99% sagen, nein, das wird nicht passieren. Vor ungefähr einem halben Jahr hat einer der Produzenten, der auch weiterhin an den Jurassic-Filmen beteiligt sein wird, nämlich folgendes Statement abgegeben. Ich werde das gerade mal hier einblenden. Im Endeffekt ging es aber darum, dass gesagt wurde, dass man für einen weiteren Jurassic Park oder Jurassic World, also für ein weiteres Franchise, für ein großes Franchise, eine recht lange Zeit brauchen würde. Aus diesem Grund gehe ich persönlich nicht davon aus, dass wir eine Ankündigung zu einem neuen Jurassic-Film bekommen. Was könnte aber dann die große Überraschung sein? Schauen wir uns einfach mal offizielle Beiträge von Universal selber an. Die haben auf einer Seite zum Beispiel auch veröffentlicht, dass es in London einen neuen Jurassic Park-Laden geben wird oder eben einen Jurassic World-Laden, der jetzt aber in Jurassic Park umgewandelt wird, damit jetzt eben neue Spielzeuge erscheinen können und ey, ist das nicht cool? Ist aber halt nur in London und das wird nicht die große Ankündigung sein, weil das wäre wirklich ein Schlag in die Fresse von allen möglichen Fans. Ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Ankündigung uns alle betrifft. Das heißt, jeder von uns hat etwas davon und ja, tatsächlich ist das jetzt einfach mal meine Prognose. Ich glaube, dass wir schon sehr bald Jurassic Park erneut im Kino begutachten können. Das mag jetzt für den einen oder anderen ernüchternd sein, ja, das haben wir alles schon mal gehabt. Aber ich finde, irgendwie ist das eine schöne Sache, gerade eben zum Geburtstag von Jurassic Park den Film nochmal ins Kino zu bringen. Außerdem wäre eventuell das der Moment, an dem wir etwas Neues erfahren könnten. Sollte nämlich Jurassic Park jetzt diesen Sommer angekündigt werden, dass er im Winter noch einmal neu ins Kino kommt, könnten wir dann zu diesem Zeitpunkt vor dem Film, also ganz kurz vor dem Film, eventuell im Kino eine Ankündigung bekommen. So könnte es weitergehen. Ich glaube also auf der einen Seite, dass diese neue Ankündigung nicht mehr sein wird, als vielleicht auch Jurassic Park 2 nochmal neu im Kino. Ja, vielleicht auch die gesamte Jurassic Park Trilogie
nochmal neu in 3D im Kino. Irgend sowas in der Art wird das Ganze wohl sein. Aber ich glaube auch, dass man dieses Event nutzen wird, um den Stein, den Marketingstein, schon ganz leicht und ganz dezent ins Rollen zu bringen. Aber vielleicht irre ich mich auch und die sagen, hier ist übrigens der erste Trailer zu Jurassic Era, der kommt 2024 in die Kinos. Tschüss. Wie gesagt, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich gehe wirklich davon aus, wir bekommen die Filme einfach nur mal im Kino, nochmal aufgehübscht in irgendeiner Variante oder irgendein Special dieser Art. Schreib mir jetzt auf jeden Fall deine Meinung dazu in die Kommentare. Freust du dich auf die große Ankündigung? Und sobald es soweit ist und wir eben die Ankündigung des Jahres erhalten, wirst du auf jeden Fall auf diesem Kanal davon erfahren und wir werden ausführlich darüber sprechen. In diesem Sinne bin ich aber erstmal raus für heute mit dem Video. Wie gesagt, schreib mir all deine Gedanken in die Kommentare unten rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.